Ja, wir vom Katholischen Bildungswerk haben heute eine Veranstaltung organisiert in Nussbach. Es geht um Handwerk heute und Essen heute. In unserer Zeit wird es immer wichtiger und für viele sehr ansprechend. Und da haben wir jetzt die jungen Bäcker, die uns da ihr Handwerk heute präsentieren. Wir können ja dabei zuschauen, wir können kosten. Und da fragen wir jetzt einmal in Simon, was findest du an deinem Handwerk besonders reizvoll? Ja, danke. Wir machen da eben heute den Nussbacher Tannenzapfen. Und das Spannende an der Bäckerei ist, dass es eben sehr regional unterschiedlich ist und das kann eben das Handwerk sehr gut bedienen, dass einfach Gebäcke, die jetzt zum Beispiel wie Nussbach, der Nussbacher Tannenzapfen, wirklich auch nur von da kommt. Und das ist einfach das Spannende, weil es sehr vielfältig ist und dieser industrielle Einheitsbrei da nicht so enthalten ist. Sehr gut. Und ist das Handwerk auch für dich persönlich wichtig, für deine Persönlichkeit? Das Handwerk bedeutet mir sehr viel. Es ist sehr erfüllend, das zu machen, grundsätzlich Lebensmittel herzustellen, aber einfach sie mit dieser tiefen Tradition auch zu beschäftigen. Danke. Ja, wir wechseln jetzt zum Stefan. Der Stefan ist Käser und Fleischer. Er hat zwei Berufe. Stefan, warum hast du vom Fleischer zum Käser gewechselt? Ja, erstens einmal, ich habe Fleischer gelernt und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt stehe ich in der Fleischbude. Aber es war nicht gerade das Richtige, was ich jetzt direkt machen wollte mit Lebensmitteln. Ich wollte was anderes sehen, was anderes probieren, ein wenig mehr Vielfalt darin haben. Und dann bin ich jetzt zum Käser gekommen. Und mein Käser ist halt wirklich ist ein Wahnsinnsberuf. Da habe ich ein mordes Spektrum von der Milch. Man kann einfach, vom Joghurt, vom Frischkäse, vom Hartschnickers, Wachkäse, du hast einfach ein Riesensortiment. Du kannst dich so richtig entfalten in dem Beruf. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, mit dem Lebensmittel zu arbeiten. Super, es schaut ja ganz, es schaut ganz lecker aus da bei dir. Was bietest du heute an? Sehr anbietet. Erstens einmal, was man da schon mal sieht, ist eine Nussbacher Biobutter, den was ich heute in der Früh so gemacht habe. Dann haben wir noch einen Raclette-Käse vom Simon Wöckel, der was er frisch auf der Alm gemacht hat. Und dann habe ich noch verschiedenste Produkte von Schlierbacher Bio-Klosterkäserei, die was ich auch gerne anbiete zum Verkosten und aber auch, ja. Und also da war was von Fleisch? Genau, ja, vom Stadinger haben wir nachher nur einen Leberkäse in drei verschiedenen Sorten, einen normalen, einen Peppertue und einen scharfen. Das heißt, man kann bei dir ordentlich jausen? Ziemlich, ja. Bei mir gibt es die gute Jausen. Danke. Bitte. Ja, da sind wir jetzt bei den Konditoren. Wie ihr seht, unser Vizebürgermeister hat sich schon auf die süße Seite geschlagen. Dann möchte ich fragen, das ist die Carmen und die? Julia. Julia. Was findet ihr besonders reizvoll an euch an Beruf? Auf jeden Fall die Vielseitigkeit, dass man Leute damit beeindrucken kann, begeistern kann, dass jedem schmeckt. Ja. Die Kreativität wahrscheinlich auch. Die Kreativität ist sicher auch ganz eine interessante Sache. Kreativität ist eins von den wichtigen Sachen. Wenn man das nicht hat, dann kann man den Beruf nicht ausleben. Das heißt, ihr könnt euch so richtig austoben? Okay. Und hat unser Vizebürgermeister schon zugeschlagen? Noch nicht, aber das wird noch kommen. Ein bisschen warte noch. Okay. Aber es schaut sehr lecker aus und ja, man kann. Es ist jetzt schon, wäre jetzt schon zum Reinbeißen. Sehr gut. Ja, wir wechseln jetzt von den Lebensmitteln zu den Haarkünstlern. Die Irene ist eine Friseurin und macht da gerade einen wunderschönen Zopf. Irene, was findest du an deinem Beruf besonders interessant? Ja, die Arbeit mit den Leuten, das kreative Arbeiten, das Besondere aus den Menschen nur unterstreichen mit einer Frisur, ja, die Abwechslung vor allem in der Arbeit, es ist nie jeder Tag gleich, genau. Ja, das ist auf jeden Fall richtig und man hat auch sehr einen engen Kontakt zu den Leuten, das was auch das Ganze dann noch interessanter macht, weil es ja sehr, du arbeitest ja direkt am Kopf und es ist eine sehr persönliche Arbeit. Ja, die Gabi, die ist unter die Schneider zu finden. Die Gabi, die macht da Kinderbekleidung. Gabi, was machst, fällt dir besonders in deinem Beruf? Warum hast du den gewählt? Ja, mir taugt es so einfach was Einzigartiges herstellen, mit Kreativität freien Lauf lassen einfach. Ja. Und auch Dinge, die man nicht auf der Stange findet, findet man bei dir. Genau, das stimmt. Man kann es individuell zusammenstellen, die Stoffe aussuchen und dann den Schnitt zusammensuchen. Und machst du nur Kinderbekleidung oder für Erwachsene?
Nein, eigentlich lauter Kinderbekleidung. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir ganz ein spannendes Handwerk, das ist das Bierbrauen. Andi, wie kommt sie auf die Idee, Bier zu brauen? Ja, die Idee ist eigentlich immer schon gewesen, ein Konsummittel, das, was man eigentlich vielleicht nicht unbedingt täglich beim Bier, aber das, was man relativ oft konsumiert, einfach mal selber herzustellen und zum schauen, was ist eigentlich dahinter, was für ein Prozess steckt da dahinter, ist das schwer, ist das nicht schwer, kann das ja jeder daheim machen. Und so sind wir eigentlich zum Bierbrauen gekommen mal. Und was hast du, wie viele Sorten, wie viele Biere brauchst du? Verschiedene Sorten ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich sage halt mal, im Jahr brauchen wir 6 verschiedene Sorten circa, ja. Und es variiert, aber in dem Jahr sind wir ein bisschen lustiger drauf, von wegen, wir wollen was Hopfigeres machen, im nächsten Jahr wollen wir mehr mit Malzsorten herum experimentieren. Das variiert bei uns immer ein bisschen mehr. Sehr gut, dann wünsche ich mir, dass recht viel Kosten kommen. Danke.